Was ist, Leute? Hier ist wieder Drag... Was? Meine Verbindung ist gerade in dem Moment abgekackt. Linus. All das war mein Name. All das. Ohne Punkt und Komma. Mein Name. Mit Let's Play Metroid Prime 3 Corruption. Wir haben im letzten Part die komische Verteidigungsdrohne besiegt. Und da ist ein Kommunikationsfeld. Und die sind imstande, Sendesignale aus der gesamten Himmelsstadt zu empfangen. Und es sind die Sendesignale von Gores Bild. Ja, Blood and Gore, that's what we want. Im letzten Part haben wir dann jedenfalls noch von diesem Miniboss den Boostball erhalten, den wir jetzt benutzen können, um kybernetische Impulse zu speisen. Turbine speist den Sperrmechanismus, eine Überladung des Systems könnte die Sperre außer Kraft setzen. Und diese Tür im Prinzip genauso. Aktive Sperre wird durch mehrere lokale Energiequellen versorgt. Zum Öffnen müssen sie zerstört werden. Durch Überladung. Und das machen wir. Wir werden uns erstmal runter befördern und dann müssen wir jetzt... Vergesst die Halfpipes aus den vorigen Metroid-Spielen. Wir haben jetzt etwas viel Cooleres. Wir sind ein lebendiger Dosenöffner. Ganz genau. Naja, es erinnert mich so ein bisschen an den Dosenöffner, wie sich das Teil oben dreht. Aber so wie ich mich darin drehe, erinnert mich das eher an so ein komisches Wheel of Death vom Motorrad. Vor allen Dingen mit diesem Käfig hier jetzt. Also Wheel of Death, Cage of Death, so ein Käfig, so ein runder Käfig, wo man dann so wieder der Gesetze der Schwerkraft fährt. Ihr kennt das sicher. Okay, Drohne. Ich bin wieder da. Und aus irgendeinem Grund kann ich jetzt hier runter. Weil ich es muss, weil ich hier oben nichts weiter zu suchen habe. Oh, ja, ich gehe sehr weit runter. Hm? Also, ich bin jetzt so tief, wie ich in der Himmelsstadt noch nie gewesen bin. Und wen kümmert. Geh weg! Du auch! Na! Autsch, hat mir eine Rakete entgegengefeuert. Aber so mag ich sie eigentlich schon viel lieber bekämpfen. Wenn mir nicht 30 davon hinterher schießen. Naja. Das soll es, man kann nicht alles haben. So, also folgendes. Ja, aber hierfür brauche ich wirklich einen anderen Visor. Da kann ich nichts mitmachen. Mit dem Kran dort auch nicht. Ich wollte ihn scannen. Na egal. Er ist blau und wir haben ihn als rot gescannt. Und insgesamt muss man sowas auch eigentlich nicht scannen. Ich muss nur immer der Vollständigkeit halber. Was macht ihr hier drin? So. Tja. Autsch, ich habe ein Headset geschlagen. Egal. Hey. Na, seid ihr mir von draußen reingefolgt? Oder wart ihr schon die ganze Zeit hier drin? Meine Güte, wie kann man nur so nervig sein? Und Aufmerksamkeit suchen, das gibt's doch gar nicht. Wo kam das Ding jetzt her? Achso, ich scanne mal das Signal, weil dann müssen wir das, glaube ich, nie wieder scannen bei den ganzen Dingern. Hier, das rote Signal, so, da können wir mit dem Wurfball rein und dann genau die kybernetischen Dinger dort speisen. Genau. Also war es wirklich keine Screw-Attack, die wir brauchten, um hier rüber zu kommen. Wusste ich aber auch. Ich wollte bloß nur ein bisschen Kuriosität wahren und euch ein bisschen zum Rätseln anspornen, was es denn für ein Upgrade sein könnte, was wir bekommen. Aber die Aufklärung folgte ja noch im nächsten im selben Part, von daher war es eigentlich ein ziemlich erfolgreicher Part. Er hat ein paar Rätsel gesetzt und gleichzeitig auch zur Lösung dieser Rätsel geholfen. Das war eigentlich wirklich ziemlich zufriedenstellend, muss man sagen. So, die Frage ist jetzt allerdings, was habe ich damit gemacht? Eine Gyrokanone, sage ich vor allen Dingen. Ich habe eine Kanone, die ich einfach mal ignoriere, erschaffen. So, wir werden uns rüberschießen und nichts anderes. So, und jetzt können wir auch die Aurora-Einheitstür mit Energie speisen, um dann dort weiterzukommen. Mann, irgendwas scheint hier wirklich alles zu zerstören. Oder ist das der Leviathan? Ich will mich nur mal in diese Tür reingucken. Also umgucken. Aha. Das ist auch sowas. Tor blockiert Zugang, Tragekabel, Energiesperrung. Ah, ja, ja, ja. Das ist dieses Teil, oder? Nee, warte. Unzureichend Entriegelung erfordert Speisung mit zusätzlicher Energie. Aber von wo aus denn dann? Das muss ich wirklich daraus machen. Ha?
Warte mal, 5 Dinger. Ich sehe bloß keine Endpunkte davon. Aber es gibt insgesamt wirklich 5 Dinger. Nein, 6 sogar. Dann ist das nicht das, was ich meine. Oh, Foreshadowing auf eine Waffe, die wir noch kriegen. Hey, was macht ihr denn hier? Das gibt's doch nicht. Weg mit euch, unnütze Roboter. Ich hab genug. 8 Stück diesmal. Das ist nur, waren es nur 6. Konnte ich ja froh sein, was? Na egal. Dann wieder zurück zu Goos Kampfanzug. Yippie! Hey, Pa, how you doing? Und vor allen Dingen, Goa, es scheint irgendwie wirklich ein bisschen weg zu sein. Das war gerade das Gummiband, was mein Headset zusammenhält, was geknackt hat. Ja, Gummibänder knacken. Wenn sie sich irgendwie beim Headset bewegen. Also wegrutschen, durch Spannung. Physikalisches Phänomen. Fragt nicht weiter. Ist einfach so. Okay. Das Dümmste ist, das ergibt sogar noch Sinn, was ich sage. Es ergibt nur keinen Sinn, ein Headset zu haben, was man mit einer Gummiband zusammenhält. Aber es tut seinen Zweck. Ich meine, naja, es war teuer genug, deswegen will ich es nicht wegwerfen. Und die Audioqualität von dem Headset ist wirklich Bombe, selbst nach all dem. Es hat sich ja nicht verschlechtert. So, Aurora-Einheit. Da bist du, hier bin ich, Morphballloch. Und gut, jetzt machen wir das Ganze mal aus einer anderen Perspektive. Wir liegen nicht, wir sind senkrecht und haben jetzt wirklich so ein Cage of Death wie bei dem Motorrad. So sieht das dann im Grunde aus. So, jetzt haben wir nur noch ein Problem. Die Aurora-Einheit ist immer noch verseucht. Wie wir dort auch sehen können, ist dort auch noch überall Fason. Und nun ja. Das ist jedenfalls die Aurora-Einheit Nummer 217. Ausgefallen. Es liegt eine Verseuchung durch Fason vor. Zur Instandsetzung muss das Gegenmittel verabreicht werden. Machen wir noch. Und hier haben wir noch einen Gang, den wir jetzt noch nicht lang gehen können. Naja. Gegenmittel verabreichen durch diese Terminals. So, Kommunikationsterminal erlaubt Benutzern die Interaktion mit Aurora-Einheit 217. Oh, Hand aufs Herz. The Aurora Unit is corrected and requires repair. Opening maintenance level hatch. Jetzt verstehe ich es. Darum war Goa und kein anderer in der Lage, seine Aurora-Einheit zu retten. Wenn sie alle durch eine Morphball-Passage müssen, weil keiner von ihnen hat so eine Alternativform. Da muss man Samus oder einen Jäger aus Metroid Prime Hunters für engagieren. Noxus, Silex, Weevil. All die könnten. Wie hieß der noch? Kane. Trace, Spire. All die könnte man engagieren. Huch. Step out of it. Ihr seid neu? Nein, ihr seid nicht neu. Dann ist ja gut. Aber ich frage mich, nee, die Energiefelder muss ich nicht scannen, kann ich nicht scannen, dann ist sowieso gut. So. Haben wir hier einen Vapolord? Nein, wir haben hier eine unendliche Produktionsschleife, wie es aussieht. Was macht man also in so einem Fall? Sich durchkämpfen, bis nichts mehr existiert. Und alles im Blick behalten. Dort ist schon nichts mehr. Bist du der Letzte? Nö, ist er nicht. Aber jetzt reicht's allmählich, genau. Alles weg. Was haben wir hier? Aurora-Einheits-Status-Bildschirm. Keine Information und Anzeige der Einheit ist ja... Die ist ja derzeit außer Betrieb. Ach, dort gehen wir das dann ein. Einbringungsknoten identifiziert. Das galaktische Föderations... Gegenmittel wird über dieses Terminal übertragen. Na dann. Was ist das? Mechanische Schutz ist verriegelt. Offenbar lässt es sich nicht öffnen. Okay. Ich glaube, das müssen wir uns noch für später merken. So. Ja. Reinpumpen des Virus. Das. Außerdem hatten die alle keinen Waffenarm, der hier reinpasst. Verabreichung des Gegenmittels zeigt umgehend Wirkung Fasernverseuchung der Aurora-Einheit auf Nullniveau. Wenn Goa nicht auch mindestens so einen Waffenarm hat wie ich, kann
er gar nicht das Gegenmittel eingeben, weil es hier alles auf Chozo-Technologie beruht. Hallo? This turn of events is insignificant. I'll show you what I mean. Up there! Was soll das, Gore? Wieso kann er das deaktivieren? Er ist auch besessen. Definitiv. Es ist wie bei Randus, auch wenn er gesprächiger dabei ist. Status der Aurora-Einheit. Mhm, Einheit derzeit im Betrieb. Und, aber nicht mit Netzwerk verbunden. Schaltkreis wurde beschädigt, Reparaturen und... Gore! Hat er das auch... Nee, das kann durch viele Sachen entstanden sein. Weil genau so einen Schaltkreis gab es auch, also so einen gab es ja auch auf Norian. Deswegen wollte ich ja nochmal dahin zurück. Nun gut. Ich find's lustig, da ist diese Sperre, die verriegelt ist. Und Gore schnippt einfach und diese Sperre deaktiviert sich. Hat er irgendwas gehackt dafür? Ich meine, ist er nicht auch ein Kopfgeldjäger, der fürs Hacking begabt ist? Stand das nicht auch in seinen Daten? So. Aurora-Einheit 217 einsatzbereit. Keine Kommunikation mit dem Netzwerk der Himmelsstadt möglich. Huh. What a terrible dream we were having. Thank you for purging our face on corruption and allowing us to awaken. There is much to do. We have communed with AU-242 on Olympus. And learned that a Leviathan impacted Elysia and began spreading corruption. We must destroy this Leviathan and stem the tide of corruption as soon as possible. We have a plan, but Gore's attack severed key communication cables, disrupting our access to Skytown's primary network. This prevents us from controlling Skytown. And executing our plan to destroy the Leviathan. Gore's plasma cannon should be able to fuse together the severed cables. We must ask you to hunt him down. Gore may have changed sense. Be prepared to deal with that. Good luck. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen ihrer Dialoge übersprungen. Ich habe so gelesen, ein bisschen gewartet und dann habe ich halt, weitergedrückt. Ich hoffe, dass ich dadurch keine ihrer Sprachtexte unterbrochen habe. Der Plasmabeam von Gore, den brauchen wir also. Und der macht eine Rückkehr? Weil Plasmabeam gab es schon in Metroid Prime 1. Na gut. Okay. Dann haben wir Plasmabeam und dann noch die Ice Missiles. Dann fehlt ja nur noch irgendwas Wave-mäßiges, ne? Im Prinzip ja schon. So. Könnte, Plasmabeam ist ja Hitze, könnte das auch möglich sein, das damit zu schmelzen? Immerhin sind das schmelzbare Objekte, hochtemperierter Beschuss. Ich vermute es mal. Wenn der Plasmabeam dazu in der Lage ist, Drähte wieder zusammen zu schweißen, muss er dafür ja auch gebraucht werden können. Nun gut, ich jedenfalls, Mann, das Zusammentreffen mit Gore habe ich ja total vergessen. Verabschiede mich in den nächsten Part. Danke fürs Zusehen. Dragline ist over and out and don't forget to commentate, also kommentieren nicht vergessen. Tschüss.